Den kann ich dir zeigen im Stream, ne? Naja, der ist gerade. Ach, der macht kleine Puls. Jetzt Maul. Oh mein Gott, Bruder. Gutes Lied, gutes Lied. Ah, verreck! Hallo Moritz. Boah, boah. Stärke mit Willensgekitzelt. Tonne klappen. Das allein, der Raum hat 4% gegeben. Also ich würde sagen, beide Instanzen, wenn du das schnell pulst und so, ich glaube so ungefähr 50% geben die. Und du bist, und ich bin Level 26 und da fehlt noch einer in der Gruppe, ne? Knallt schon gut rein, Alter. Junge, du kriegst noch mehr XP, wenn du auf dem gleichen Level bist wie die Mobs, ne? Aber es ist halt reinstes Kreis-RP jetzt. Boosten ist immer so, ja, du machst geh nichts, du wartest darauf. Und wird nur lustig, wenn derjenige, der boostet, den Run verkackt. Da bin ich mal jetzt gespannt, ob der das schafft. Ich glaube, der spielt mit dem Lenkrad, so wie der die Kurve nimmt. Der kommt jetzt nicht wirklich hier hin, ne? Ne, der blockt jetzt. Oh mein Gott, wir haben Agro. Doch nicht. Hä? Aber wer hatte Agro jetzt? War das wieder der Dreckspad vom Timmer? Junge, der haut dich weg, ne? Genau deshalb schon wieder, Mann. Siehst du? Macht mal eure Pets weg. Ja. Aber ich bin in Fight, hab ich Agro gezogen gerade. Also, lass raus. Geht alle raus. Alle raus und dann wieder rein. Einmal raus. Griffy, schnell, schnell, schnell. Ja. Jetzt haben wir keine Agro mehr. Weil jetzt kann der nochmal blocken. Vielleicht haben wir dich vorhin aussabotiert dadurch. Mit wem rauslaufen? Ach so. Allianz Together Strong, Alter. Siehst du Weezy, wie der boostet, Waffenkammer? Und der geht jetzt die ganze Zeit außen rum, das habe ich auch in einem Video gesehen. Ah, der macht den Vorhof erst, damit AOE-Cap nicht so heftig ist, ne, wahrscheinlich. Okay, der macht 15 Damage. Was geht? 7-3, guten Abend. Also. Naja, das Ding ist, diese Caster, die Zauberer, die ihn ancasten, ne? Die geben ihm durch den Skill Mana wieder.
Der arbeitet auch viel mit Rang 1 Blizzard und so. Mila, spielen wir morgen Dings, The Take Two's oder wie das Ding heißt? Ja? Hast du Bock mit Big Tata? Oh, oh. Boah, das Lied ist auch dick, Alter. Aber der hat die Situation unter Kontrolle, Alter. Und der pusht auch die ganze Zeit von rechts, ne? Was wollt ihr spielen? Text du? Ja, ja, morgen. Mila und Big Tata. Der will stacken, ja. Und der hat jetzt, glaube ich, ein echtes Problem. Oder der use gleich Nova. Oder Cone of Cold. Puffelchen und Big Tata, ja, ja. Der hat den perfekten Moment gerade geblinkt, ne? Ich will nicht zu weit dahin, ich habe Angst, Aggro zu ziehen. Ja, Mann, Alter, voll die gute Idee. Oh, was will der denn hier? Oder der macht Killphase jetzt. Ah, boah, voll schlau. Der blinkt wahrscheinlich gleich durch die durch. Oder in die Ecke hier. Ah ja, in die Ecke. Aber ich krieg gar keine. Ah, doch, ich krieg XP. Boah. Das gibt richtig dick XP. Das war echt clean. Was haben wir denn da? Ich kann dir seine Skillung zeigen, hier. Der hat auf jeden Fall keine Ele geskillt. Was? <What? lacht> Warte, ich geb dir mal ein Lied. Faye, vielen Dank für den Resub im 11. Monat. Okay, wir haben Lockout? Ne, haben wir nicht. Oh. Ey, bleibt jetzt hier stehen und Timmer, mach mal dein Pad weg. Aber nicht freilassen? Kann der doch, oder? Ja, oder bleib einfach hier stehen. Ja, dann geh doch. Ja, du musst hier geh nichts machen, Junge. Absolute Resident Sleeper Stream hier. Und Alpino macht die Eule an, dann pennen. Vielen Dank, Alpino. Dankeschön. Ne, das ist nicht Faye, das ist Faith, Junge.
Der von Selfmade Records. Und Bloody Legacy, Dankeschön für den Release am 7. Ja, ich habe wahrscheinlich gepult. Also irgendwas muss Alpino ja auch mal machen. Oh, Schüsse, Junge. Schüsse. Chat, nehmt euch ruhig Tingepäckchen. Ich habe auf Twitter geschrieben, bringt eure Kuscheldecke heute mit. Ich bin mal echt gespannt auf das Spiel morgen, weil das sah richtig gut aus in Videos auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich werde da richtig durchdrehen. Och, ich hoffe, dass Miele... Doch. Hä? Ich glaube eher, dass Mila mich anschreien wird morgen. Ja, mit wem hast du das gespielt? Erzähl mal. Ja, siehst du, keine Freunde, erzähl nicht. Also sei ruhig. Mit wem hast du das schon gespielt? Hast du das durchgespielt? Mit einem Bekannten. Aha. Und hör mit Essie auf. Mit einem Bekannten oder einem Nährbekannten? Ja. Das Game ist wie eine Beziehungstherapie, also no shit. Der Timmer sagt, das Game, was wir morgen spielen wollen, ist wie eine Beziehungstherapie. Ja, das ja, warum sagst du ja? Hast du das schon gespielt? Wie, was soll das denn heißen, Alter? Wow, Alter. Tschüssi, Master, schlaf gut. Wow, Alter. Junge, solche Stiche in mein Herz, ey. Meine Hand ist schon taub. Das ist echt nicht nett. Sag, wo bin ich gemein, Namana? Bin ich nicht. Du bist nicht Twinkie, du darfst das nicht. Glaube ich dir nicht. Bist du so wie Steve Urkel? Oh mein Gott, Alter. Bist du so wie Steve Urkel, die ist ja auf einmal verwandelt. Vom Puffelchen zu Twinkie. Puffelchen macht Auge, ist so. Beim Finn. Ja. Auf den ganz dreckigen, verklebten Tisch, Alter. Mit dem vollen Aschenbecher. Ich werde definitiv zuschauen mit meiner Freundin. In Klammern, die ich nicht habe. Ist immer schön zuzuschauen, wenn Freundschaften kaputt gehen. Ja, zum Glück haben wir keine Freundschaft. Und Smashing, Dankeschön für den Prime im 5. Wie, Chat, wisst ihr nicht, dass ich Mila geheiratet habe letztes Jahr? Also in Real Life? Wir sind so ein typisches Pärchen, was nebeneinander am Computer sitzt und voll verschimmelt am Zocken ist. Aua, hau mich nicht! Stich in mein Herz, Curtis. Ja, und ich schwitze auch, wenn ich VR-Chat bin. Nee, wenn ich die irgendwann mal heiraten sollte, dann werde ich das natürlich live auf Twitch übertragen. Mit einem Sub-Goal, Junge. Eben, Alter. Ja, doch erst IC und danach OC. Der Edel ist unser Priester, Junge, der traut uns. Oh mein Gott. Das wäre aber richtig wild. Wenn der Shorty einen Hot-Tube-Stream machen würde, wäre das dann Hot-Tube oder wäre das schon Surfen? Der Jamal ist auf solchen Zügen immer mit dabei, Alter. Ha, 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 ha.
Der Finn sitzt schon wieder vom leeren Glas Doppelkorn und macht so und macht dann so typische Dinge so. Weil das Glas wieder leer ist, Junge, Alter. Ja. Egal, kratzt den Tabak unten raus, durch Finger und brenn an. Der Jack hat auch eine professionelle Stopfmaschine zu Hause. So eine Industriestopfmaschine hat er im Keller stehen, Alter. Junge. Oh mein Gott. Also ich. Wer? Er hat sich im Chat vertan, Junge. Dark Flame, mein Bruder. Er hat sich im Chat vertan. Oh, wir sind ready. Wir sind. Oh, clean, Junge. Ja, ist schon fertig. Ist der Leon überhaupt noch am Stissel? Oh. Ich guck mir grüne Items an, Junge. Eieiei. Ich mach euch Tür auf, sag, wenn ihr da seid. Okay, lass jetzt wirklich mal hier vorne gleich stehen bleiben. Zimmer nur am Ärgern, Alter. Also habt ihr jetzt in 1,5 Stunden, 3,5 Level? Ja. Aber die Runden fangen ja jetzt auch erst an. Drivix, Dankeschön für den Wiesam im 23. Monat. Vielen lieben Dank. Gib mal IP. Ja, kann ja ruhig wissen. Ja. Gleich kommt dicke Didos rein. 500 Gigabyte. Warum glaubt eigentlich keiner, dass 719 die IP-Adresse ist, Junge? Nein, das ist überhaupt nichts Besonderes. Guck mal, da kommt schon der Timmer. Und der Green, warte mal. Green. Warte. Ich bin live, ne? Das heißt, nichts Beleidigung, irgend so eine, ne, was du sonst so sagen würdest, bitte. Okay? So, falls jetzt irgendwann gleich gewonshottet wirst, nicht irgendwie was Schlimmes sagen, bitte. Dankeschön. Nee, doch, als Pet. Also als Haustier so. Du kannst damit nicht irgendwie kämpfen. Wann hast du das letzte Mal Kloster geboostet, Screen? Du machst doch sonst so den 45 Gold Boosting, oder? Bist schon wieder auf.
Was schon wieder Arno Dübel gemacht hat? Junge, einfach Danjo sein Vater, Alter. Straight aus der Küche am Pushen. Ja, wir müssten noch einen einladen, dann gibt er mehr XP, oder? Oder zieht der Güffi uns hier komplett runter? Güffi, du musst leider gehen, ne? Prinz Güffi ist die IP-Adresse auch vom Teamspeak. Warum hast du jetzt gesehen, wie der Boost geht? Oder du hast bestimmt gar nicht zugeguckt, Junge. Ach. Beim Queen. Das ist nett. Und Darkflame, Dankeschön für den Prime Sub im 15. Monat. Für den Chilling Stream, Dankeschön. Hör auf zu knutschen. Junge, Alter, WoW boosten ist einfach so Resident Sleeper Stream. Was? Du bist am Arsch, Bruder. Das stimmt nicht. Oh, der Cream muss sich Dings hier konzentrieren. Der hat grüne Brille, Junge. Aber wie schnell tötest du die denn, Alter? Das ist alles wegen Flamestrike, ne? Puff ist hier mittlerweile wieder online, schon seit 2 Stunden, Junge. Die ist heftig am Leveln, den Hunter. Wir sind auf Gehennas. Auf Gehennas spielen die wahren Freunde. Ne, Green? Die wahren Freunde bestreiten mit den anderen Freunden TBC und sind nicht auf irgendeinem deutschen Server, Alter. Der auf Venoxis. Aber du hast ja gesagt, du boostest hier Twink hoch. Dann hol dir hier, mach hier Rogue und du kannst Gleven schon reserven. Das ist kein Ding, Bruder. Schenke ich dir gerne. Wir sind übrigens fertig mit dem Boost. Oh mein Gott. Ja, er ist einfach, ich sag ja, ist einfach der Boss. Ich mach da mit dem Queen schon, keine Sorge. Der Queen kriegt ein bisschen Gold von mir. Auf Dings. Natürlich in WoW. Da kriegt er seine Goldbezahlung in WoW. Ich mach einfach volles Gear, scheiß drauf. Raidet ihr? Ja, wir lassen raiden, Edel. Wir haben hier einen vom Abu Chaka Clan rangeholt. Der zieht uns hier durch. Gegen 15%. Das ist der Abu Napul. Bin auf Noggenfog, aber vielleicht mache ich mal einen Char dort als Ali. Kommen Sie. Du hast Lead, ne, Green? El Legnu, Alter.
Kannst du machen, mir egal. Gibt ja auch XP. Aber hier ist ja super easy, oder? Eknoclan am wildesten, Junge. Der Typ hat alle Hops genommen in der YouTube-Szene, die darauf reagiert haben. Ich hab voll Hunger, Alter. Was sagst du? Why? Why, Kiki? Oh, ich glaube, du bist tot. Sorry, ich habe vergessen, dass du schon seit 20 Jahren zockst. Obwohl wir die Scheiße schon damals gespielt haben, ne, Alter, wir kennen uns ja schon so lange. Ich habe trotzdem übel Bock drauf. Ich weiß nicht warum. Obwohl mich nichts Neues erwartet. Ich habe keine Ahnung warum, Alter. Und das Schlimme daran ist, Wrath of the Lich King ist genauso ein geiles Addon, ne? Ja, doch. Finde ich sogar noch besser als TBC. Klar, man, dieses schnelle PvP und so. Mit dem Ingi-Kram, Alter, die ganzen scheiß Trinkets und so ein Scheiß. Ging voll ab, Alter. Ja. Nee, Wrath of the Lich King war besser als TBC, finde ich. Junge, Wrath habe ich das erste Mal auf Waffenrating gespielt. Mit dem Cisco damals noch, Alter. Und hat sogar Dunwolf mir noch geholfen, Alter. Wie hieß der Rogue nochmal, der dich bezahlt hat, damit du den Arena mit seinem Charakter spielst? Der hat dir doch Fliegen oder so, hat er dir gekauft. Nee, Gara war der Dings, Junge, Shami. Hieß der auch Gara? Schon echt ein paar Sachen erlebt in der World of Warcraft Pommes. Meins. Das ist nur so ein Item, womit man einen Hund beschwören kann, der kämpft für einen. Hat nur 3 Aufladungen. Win Fresh. Wunderschön, Denix, das geht. Wo gehen wir jetzt? Kriegst du hin? Kriegst du hin? Mach mal eine Tür auf, bitte. Mist of Pandaria fand. Nee, Mist of Pandaria fand ich, ist die. War die ausgeglichenste Arena-Season, die jemals in WoW existiert hat. Ich nur Arena, kein PvE mehr, nichts mehr. Wann war Cutter? Vor MOP oder danach? Okay. Da kam mal LFR und so ein Shit rein bei WoW, Alter, das war übel schlimm. Aber im Prinzip kann man schon sagen, dass die Kurve runter ging nach Dings. Nach Wrath of the Lich King. Ja, das wurde richtig ekelhaft, der LFR und die ganze Scheiße, Junge. Da war auch der erste große Skandal mit den Dupen von den Edelsteinen und so ein Kack. Nee, das Schlimmste war Warlords of Draenor. Hab ich mal irgendwo gelesen. Oh, Trink-Item, ne? Übel teuer. Was machen wir, Gier? Er hat Bedarf gemacht. Ich mache auch Bedarf, halt halt's Maul, Junge. Du bist so ein Junge. Ist Twink-Item, ne? Ist bestimmt was wert. Shyrax, vielen lieben Dank für den Resub im 11. Monat. Dankeschön. Er macht einfach Bedarf, Alter. Ist mit dir. Da hast du jetzt deine Bezahlung für die Boost. Danke. Okay.
Hätte ich wenigstens Mind Vision, dann könnte man dazu gucken. Junge, wir haben einfach gleich 12 Uhr schon. Nee, wollte ich nicht. Ich dachte eigentlich, wir zocken heute It Takes Two. Das war eine kurzfristige Entscheidung, dass ich auf der WoW-Permis gegangen bin. Was wollte ich? Sag mal, bist du des Wahnsinns, Junge? Wenigstens laufen die Runs jetzt, ne? Grüße an Weezy. Also TBC ist einfach Zuckerende, WoW ist kacke Ende, sagt der Max. Ach, komm mal ins Maul, Max, Alter. Geh du wieder in deine Gary's Mod Pommes zurück, Junge, und stecken Fuffi in irgendwelchen Hogwarts-Episoden rein. Damit er da Wingardium Leviosa ist und Voldemort, Alter. Junge, Junge, Junge. Kann da wohl nicht wahr sein hier. WoW ist langweilig as fuck. Zum Stream auf jeden Fall. Das ist. Nur WoW-Spieler gucken sich WoW-Streams an. Alle, die da nie was mit zu tun haben, die kannst du, glaube ich, nicht davon überzeugen. Außer du machst wirklich so wirklich RP-Stream, Alter. Dass du alles von Anfang an quasi von Level 1 erklärst bis Max-Level. So und immer durchgehst, so Episoden. Aber ich glaube nicht mal, das zieht. Das Genre juckt mich halt wie Tag 0. Auch zu Diablo 3 oder Medien 2. Was für Games zockst du denn gerne, Max? Ja, der ist halt ein bisschen, ne? Valorant. Ja, aber guck mal, du spielst so FPS-Games und du kannst halt geh nix da. Das ist doch. Komm, 1 vs 1. Ja, nur weil du dir wieder irgendwie einen Private-Hack geholt hast für 300 Euro im Monat, Alter, das ist halt. Nee, da mach ich nicht mit. Morgen Valorant, ja, ja. Ich glaube, wenn ich das eine Woche zocken würde und wirklich schwitzen würde, würde ich dich so wegknallen, Alter. Also ich bin hier wegen der Musik, deshalb bin ich auch noch hier. Aber ich glaube, Queen hat den Pulver verkackt, nett und nicht. Guter Witz. Was? Bruder, du kannst geh nix, Alter. Also der Max jetzt. Du rastest schon aus, wenn du dieses komische Autospiel da spielst, wo du den Ball weghauen musst. Da haust du wieder Weezy auf den Tisch. Was sagst du? We believe in you. Ja, das kannst du doch nur resetten. Oh, du bist hängen geblieben. Oh, das war knapp, Junge. Mann, an der Kante im Spiel. Eigentlich müsste ich das restreamen, Alter. Ja, oh, aber gut gerettet noch. Jetzt hast du nur keine Nova, ne? Du bist am Arsch, Bruder. Das war's. Ich bin hier wegen Curtis, deinem guten Humor, dankeschön. Ich küsse dein Herz. Wo sind alle Anglern? Ja, alle RP-süchtig. Ja, kann mal passieren. Passiert dem Besten, Champion, passiert dem Besten. Fühl dich auf die Schulter geklopft.
Hast du wirklich? Ne, der Weezy. Hast du dem Weezy jetzt nicht nachgeäfft? Rocket League mache ich dich auch nass. Ja, Bruder, ich bin doch schon 30, Alter. Du bist 12. Du hast mir dir bestimmt extra zu Weihnachten so einen Controller dafür gewünscht. Damit du da alle nass machst. Nein, Spaß, Max. Jillo, vielen lieben Dank für den Resub im 19. Monat. Sag, hast du mit einem Dub von 800 Leuten gerechnet ohne GTA? Bei WoW ja, habe ich. Das weiß ich schon vorher. Aber das hat nichts damit zu tun, dass ich kein RP zock, sondern weil das einfach GTA ist. Ach, WoW ist. Junge, WoW ist einfach. WoW ist einfach Resident Sleeper des Todes, Junge. Da kannst du kannst alles, ja, du kannst alles andere spielen, außer WoW. Du kannst Rust zocken, alles, Alter, ist egal. Aber bei WoW sind die meisten Leute einfach raus. Bei Guild Wars mindestens genauso. Ich verstehe WoW nicht, ich glaube, ich bin einfach blöd, ne, du bist nicht blöd, Bruder. Ey, man, boah, das ist so langweilig, Junge. Einen Asmon Gold, du musst halt, wenn du WoW spielst, nehmen wir mal einfach so in der deutschen Szene so das berühmteste Beispiel, Metashi. Bei Metashi ist aber nicht WoW oder so im Vordergrund, sondern er als Person, er als Entertainer. Deshalb gucken die Leute das. So, WoW ist nur so zweite Geige. Das gleiche wie international bei Asmon Gold so. Der spielt da einfach quasi RP, ne? Seine Rolle so als Mensch, was er von sich gibt und wie er sich gibt. Und WoW ist da so Nebensache. Das ist doch Ruhe. Und vor allem so, wie ich das oder wie wir das heute spielen. Also ich stehe die ganze Zeit nur rum und lache darüber, wenn irgendwelche Leute einen Boost verkacken. Ich meine, dafür würde ich jetzt... Du findest das doch selber lustig. Das hier, was ich hier jetzt gerade mache, hat ja auch eigentlich mit dem Spiel so nichts zu tun. Eigentlich müsste man den Sound voll laut aufdrehen und die Musik laut und jede Quest vorlesen und so. Und so voll ein auf RP-Dings machen. So, Selama, Aschalonore. Weiß ich nicht, ich glaube, damit lockst du aber mehr Leute an mit, ja, ich bin der krasseste Multirang 1 Gladiator Motherfucker und ich schicke jetzt alles weg. Das stimmt, der war ziemlich gut und hat entertained. WoW Cringe AP, das ist gut, da müssen wir nach Gold rein, Junge. Da war der Giffy vorhin, deshalb levelt der auch nicht. Gucken die an. Siehst du? Guck mal, Chat, was der Giffy für Schuhe anhat. Stiefel eines Kodofi-Diebs. Da wisst ihr genau, was der in WoW macht. Ne? Oder Zwielichthose des Adlers, Junge. Beschwörer Sattelgurt des Adlers. Goldgesprenkelte Handschuhe. Zwielichtmanschetten des Adlers. Banditenumhang. Aurora-Google. Und er ist, ja, oder einfach den Stab mit der Kahnzauber an, so. LG war kein zahmer Tic-Tac. Junge, weißt du, was ich mit dir im Duell mache, Alter? Du bist einer von denen in Retail, die ein Duell gewinnen und dann hat der Achievement aufploppt, Alter. Obwohl du Max-Level bist und schon 3 Jahre zockst. Die ganz stolz mit ihrem WoW-Shop-Mode rumfliegen. Als hätten die irgendwas geleistet dafür. Pass ja auf, meine Kerl. Na, Griffi, wie fühlt sich das an? Snoop, dankeschön für den Host, Brudi, und willkommen in der WoW-Pirmes. Was geht? Hier ist alles Resident Sleeper, alle sind am Pennen. Erwartet nix. Dankeschön, Snoop. Nein! Kriegst du hinkriegen? Dann bist du am Arsch. Spielst du heute noch? Nein, ich spiele heute kein Phasmo mehr.
Dein Pad ist auch scheiße, Junge. Bobby! Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Unglück bringt. Naja, ich glaube, der Run hier ist einfach zu random geworden. Jack ist gemutet. Bobby! Aimbot Exit droht Giffy mit der ewigen Verdammnis. Oh, hast du Nova? Hast du? Boah, das war knapp. Oh mein Gott, soll ich aufhielen? Naja, das ist nur ein Dings, Rachel von Dranei. Guck, wie ich dich hochpump, Junge. Übel. Ich bin oben. X Red Devils X2, vielen Dank für den Prime Sub und zweiten. Merci. Curtis ist Rin, Baby. What? Was meinst du damit? Dankeschön. Boah, du hast das wirklich nur geschafft, ne, Alter, Level Up. Wow. Danke. Boah, ohne mein Off-Heal hättest du das nicht geschafft, sei ehrlich, Bruder. Du, auf Wien, ne. Auf gar keinen Fall. Also, dass du das nur hinbekommen hast. Schau mal, da Bedarf natürlich. Ich bin... Wer hat Bedarf gemacht? Du bist so, ey, Green, ohne Witz, ne? Ich hau dich gleich weg, Alter. Junge, wenn du das jetzt gewinnst, ne? Will ich auch hoffen, Alter. Ne, ich hab gewonnen. Du kannst das sowieso niemals tragen, ne? Tim und ich hätten darum rollen müssen. Was ihr in meine Augen da, lasst ihr euch doch ziehen. Giffy sollte sich schämen, mega enttäuscht von ihm. Man kennt nicht mal das Spiel. Ja, aber du musst nicht zwangsweise das Spiel durchquesten, so damit du es verstehst. Da reicht doch eine Stunde kurz erklären und dann hast du da drin. WoW ist halt echt nicht so kompliziert. Ist auf jeden Fall simpler als Guild Wars. Was ist los? Was ist los? Hyping oder was? Hast du Hyping oder was? Hätte ich jetzt, Junge, dein Gnome ist einfach so ugly as fuck, ne? Mit den Haaren hin. Pennermatte. Tschüss, Isabella, schlaf gut. Drei Level noch, dann Windfury, Junge, dann geht's ab. Dann kriegt er halt 8 mehr Mana, also 80 mehr Mana. Ach so, geht gar nicht. Ja, ja, kannst du gar nicht machen. Der hat seinen eigenen In-Buff. Du kannst den... Nee, du kannst den gar nicht drauf machen, wenn der einen drauf hat. Und wenn er vorher schon einen drauf hat und sich seinen eigenen gibt, dann beschreibt er das, weil seiner höher ist. Aber die Rollen behältst du sowieso für dich beim Questen, so damit du ein bisschen pushen kannst. Ja, deshalb bist du auch Hunter. Deshalb ist Hunter auch die einfachste Klasse zum Leveln, Bruder. Du schickst einfach dein Pad drauf und stehst 200 Meter weg und knallst die ab. Doch. Genauso das gleiche wie Hexenmeister. Ja, Carsten, das haben wir gesagt, immer der Stärkere Buff wirkt. Und seiner ist stärker vom Mage selber. 31, während seine Rolle nur 8 gibt. So komplex ist das Spiel gar nicht, Alter. Und das hat immer noch hohen Suchtpotenzial. Wie doch, Mila, was willst du? Ja, warte nachher. Oh mein Gott.
Warte ab nachher. Warte ab. Nachher. Schnarchen. Sag mal schnarchen. 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 Wie so ein Vogelbaby. Wie so ein Vogelbaby. Schnarchen. Schnarchen. Ah, 3 Level noch bis Mount und Windfury, Alter. Let's go, bitte, Bruder. Und morgen leiht der Jamal mir 2000 Gold und dann geht's weiter. Irgendwann die Tage. Außerhalb vom Stream. Mara ist einfacher zu spielen, ne, oder? Als Kloster? Ich hab dir zugeguckt bei deinem Stream letztes Mal und das sah sehr easy aus, weil die Mobs nie an dich rankommen. Wieso hat die bei manchen Wörtern eine fränkische Aussprache? Weiß ich nicht, Puffelchen, erzähl mal. Welchen Ream spielst du auf Gehennas? Keine Ahnung. Ich freue mich schon auf das Bild von deinem Emote. Meinst du das Puffelchen-Emote? Ich muss mal den Mad Junk fragen, Alter, der hat ja auch das Peanut-Emote gemacht. Einfach so straight out of nowhere. Und sogar ziemlich gut. Der macht ja auch für Teil die ganzen Emotes und so. Der gute Mad Junk. Oh, ist das spannend. Was meinst du, wie viel Gold hast du schon durch Boosten erfarmt? Nicht? Da ist der Mad Junk doch. Das ist, wer vom Teufel redet. Hallo. Ihr Schnarchen-Aussprache, das sagen wir so in Unterfranken. Schnarchen. Da, Chat, der Mad Junk hat halt Pina die Mod gemacht. Ne, hab ich ja schon getwittert. Ich finde das gut. Ne, das Airbrush-Bild von da. Ach so, hast du. Kann das sein, dass du Keikush Baby bestellt hast? Weil das habe ich unten gesehen. Das Airbrush-Bild. Tschüss, erstmal, schlaf gut. Bye-bye. Ja, das habe ich schon unten liegen sehen. Heute oder gestern? Okay, Kush Baby habe ich rausgenommen für das Peanut-Emote. Scheiße, sag's doch nicht, Mann. Jetzt krieg ich wieder Ärger, Alter. Warte, wir sprechen uns nachher noch. Ach, ist schon unterwegs, okay. Güffi wahrscheinlich die ganze Zeit AFK auf dem Desktop. Du hörst Money Mark, Junge, aus dem Dschungelcamp, du Affe. Ist dieses komische Camp eigentlich noch live? Wie lange geht das? Ja? War echt witzig? Natürlich liegt der Junge. Oh, Giffy Level Up. GZ Giffy. Der Queen hat, glaube ich, wieder einen sauberen Pull hingelegt. Ich guck mal. Ja, fast. Ne, es ist nicht so clean wie vorher. Natürlich, Junge, natürlich. Alles für mein neues Zimmer.
Ja, nimm die doch. Ich bin mir nicht sicher, ne, aber andauernd kommen Leute im Chat und die slash RP machen. Ich kann mir nicht vorstellen, irgendwie fühlt sich das so, als wären das Bots. Ausrufezeichen RP meine ich doch. Das kann tatsächlich sein, dass das Bots sind, ne, die, ja. Bots mit Prime, wer weiß. Ausrufezeichen Raffle, Junge. Bei mir gibt's ein Ausrufezeichen Pizza. Ich bin verpartner mit Dings, mit Lieferando. Herzlich willkommen in der Kush Nation, Junge. Boah, langsam werde ich aber richtig müde. Ihr könnt heute bei der Verlosung natürlich, bei einem Giveaway könnt ihr eine persönlich auf euch zugeschnittene Sprachnotiz von Mila gewinnen. Entweder als Twinkie oder als Mila. Und ihr könnt euch natürlich den Text aussuchen. Für nur 10 Euro. Aber nur so eine kleine Fiole. Super Deluxe Set G-Boosting. Whisper for Info, Fast Run. Kann ich dieses Züger mal ausprobieren? Habe ja einige WW-Teile, würde dann ohne Abo, geht ja bis 20 Mal testen, wie ich zurechtkomme. Klar, kann, guck, schreib den Bademeister an. Oder schreib den Discord an, der schickt dir das. Aber das ist aber nur für Classic, ne? Das ist nicht für die normale WoW-Version. Bei der normalen WoW-Version brauchst du keine Addons zum Questen, das zeigt dir alles an auf der Map. Wenn ich was vom Puffelchen sehen will, dann eine Runde Gartic vor mit Schwester Kusch. Das kannst vergessen, Junge. Die Leute können sich hier nicht benehmen. Vor allem nicht Güffi, haben wir gestern schon geredet. Ist nicht schlimm. Dass du ein Gartic vor und dich nicht benehmen kannst, habe ich gesagt, ich werde müde langsam, Alter. Boah. Er pariert einfach von hinten. Du bist wahrscheinlich der Erste, der sich nicht beschimpft benimmt. Ich kann schon nicht mal mehr lesen. Ja, wahrscheinlich. Vielleicht können wir das die Tage mal einbringen. Boah, Leder, boah, meine. Oder vom Zimmer. Oder Green macht auch wieder Bedarf. Das ist, sag ich doch. Hättest du auch so gemacht, Junge. Ja. Ja, vielleicht können wir mal Gartic von zocken. Da kann sogar Schwester Kusch mitmachen von ihrem komischen MacBook. Was? Mila kann malen, Alter. Wie die Sonne in Fushiyama. Classic finde ich aber auch besser als das andere WoW. True. Selbst wenn kann man denn wirklich Stress für was Explizites kriegen? Ich glaube für selbstgemaltes Zeug nicht, nein. Außer wenn du übelst gut zeichnen kannst und dann irgendwelche pornografischen Inhalte oder so veröffentlichst.
Und da Goofy ein Zeichenpad hat und super malen kann, da muss man echt Angst vor haben. Und Lena, vielen lieben Dank für den Prime im 30. Du streamst WoW, muss ich mir Sorgen machen? Nee. Der RP-Server ist down. Ich brauche eine Alternative, was ich zeigen kann. Alles gut. Hab halt öfters Dingsdongs in so Streams gesehen, aber du hast von Goofy den... Oh mein Gott, das wollte ich nicht gerade sagen. Goofy seine gemalten Dingsdongs nicht gesehen, Alter. Der malt die so richtig mit Adern und so. Junge. Yo, cheers, vielen lieben Dank für den Prime im 4. und Tukulu. Was geht? Guten Abend. Fiverr. Kann ich nicht. In sein Kinderherz. Das hat echt weh. Kennt das sowas wie Golf jetzt spielen, wie Kitke schon meinte? Wer hat gestern der Ink hat irgendwas erzählt von so einem Volleyballspiel, ne, was voll lustig sein soll? Kenn ich nicht. Ist das gut? Alpinus Freund und Kölsch auch. Die machen immer Eule, ja. Aber das kannst du keinem übel nehmen, dass der bei WoW einpennt. Ich bin gerade auch ein. Ach so, nee, das ist eine Lüge. Das sagt er nur, damit du dich nicht schlecht fühlst. Ja. Junge, Alter. Ja, und dann sagt die Puffelchen, komm aus dem Quark. Was machst du da schon wieder für einen Unsinn? Also von der Woche. Stehst du nicht immer da am Zaun und guckst? Ja, eben, um Goofy zu beobachten. Sonst rutscht er wieder mit Kakao in der Hand die Rutsche runter, Alter. Das gibt Ärger, Junge. Chat, beruhigt euch. Aber auf so einem Viertag der Roller, Junge, vom Baumarkt. Mit so ganz kleinem Auspuff. Goofy ist auch im Roller gefahren, der hat sogar nur so eine Fahrradklingel dran gehabt, Junge. Oh, die Müdigkeit kickt rein, Junge. Mit so Formel-1-Reifen, Alter, wie der Pinsel im RP. Voll gut. By the way, bin das nur ich oder sieht das immer ein bisschen aus wie SpongeBob? Junge. Hast du Pflaster auf dem Auge oder was? Das sieht doch nicht aus wie SpongeBob, Mann. Letzte Runde hier für mich. Ich muss gleich Leute verkloppen gehen in Guild Wars Cyber. Ja, können wir machen, Alter. Ich bin auch übelst müde, Mann. Und ich glaube, keiner wird sich einen Scheiß hier noch weiter reinziehen. Scheiße, World of Warcraft. Und der Queen ist eh tot. Klick doch mal auf das Emote Shapes, Junge, dann siehst du das doch. Was? Ey, voll nice gerade. Der Queen rennt gerade gegen den Stock. Aber Kloster boostet gar keiner mehr, ne?
Warum? Weil es zu schwer geworden ist. Echt jetzt? Wo habt ihr euch denn boosten lassen, Jack? Ab wann? In Mara? Aber der Run hat doppelt so lange gedauert wahrscheinlich. Also musst du bis 40 im Kloster abhängen. Real Monkey, vielen lieben Dank für den Prime im 7. Monat. Und coole Emotes. Dankeschön. Ja, Queen, aber raus. Ist gemutet. Ich denke mal, das ist immer besser, wenn man noch mit den Mobs auf gleichem Level irgendwie ist oder in Range. Ich glaube, dann kriegst du einfach am meisten XP. Aber ich guck gerade hier, ne? Also sind wir gerade quasi nur Booster für einen Goofy. Also es gibt schon extrem viel XP hier, ne? So nicht. So wenn der unter der Snowfront jetzt, wenn der Pool immer klappen würde. Wenn das so reibungslos ablaufen würde. Ne. ...38. Und Timmer ist 28. Magic, wir haben quasi den High-Leveler dabei, da vorne der, den ich gerade im Target habe, hier der hier. Und der poolt im Prinzip die ganze Instanz, das ist so ein geschlossener Raum hier, alle Monster bzw. NPCs zusammen und tötet die für uns, damit wir XP bekommen, um Level abzubekommen. Das ist so die schnellste Methode in dem Spiel zu leveln. Ja, Timmer, entscheide dich für ein Spiel, sonst kriegt man dich aus der Gilde und ja, ich blockiere dich bei, ich blockiere dich bei Knuddels und bei MSN, Alter, ist kein Ding für mich. Nee, auf gar keinen Fall, Junge. Nach deinem letzten Gruschel hatte ich Herpes auf der Seite. Ich dachte erst, ich wurde gehackt. Von mir alles grün wie in der Matrix, Junge. Ja, doch.
Naja, Guild Wars ist schon nicht schlecht, ne, aber es ist halt auch MMO, aber was ganz anderes als WoW mit dem Kampfsystem und so. Ja, weil Guild Wars für Leute gemacht wurden. Nee, sag das nicht. Na, ja, klar, es gibt auch in WoW-Leute, die nur einen Arm haben und spielen. Das Ding ist, in Guild Wars ist das nicht so, dass du eine Quest annimmst, sondern du rennst einfach von Gebiet zu Gebiet zu Gebiet, Alter, von Event, dann machst du das noch mit und das noch mit und das hier ist halt so wirklich, ne, die Geschichte nachspielen, sag ich mal. Ich glaube, Green ist müde, Alter. Dann gehen das. Ja, das liegt aber auch an dem Add-on hier, ne, was wir spielen. Also mit TBC und Classic so. Damals zu dem Zeitpunkt war das halt, waren MMOs halt so aufgebaut. Du hast lange, wenn du das lange nennen kannst, in anderen MMOs davor, so hat das noch länger gedauert, Alter. Du hast eine lange Quest-Chain, die du machen musst und bla 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 und musst die ganze Kacke machen und so. Aber es fühlt sich auch belohnt an, wenn du dann endlich mal Max-Level erreicht hast. Du hast dann zwar immer noch was zu tun, sogar sehr viel, aber der Progress ist ziemlich schnell und dann fängt dann in WoW an halt mit dem Social-Ding so, ne? Du so hast eine Gilde, mit der gehst du raiden, dann du lernst Leute kennen, mit denen gehst du in BGs rein und so und wirst halt besser im Spiel und ja, es gibt halt auch viele, die echt schlecht sind. Und das ist so der Aspekt, glaube ich, von dem Spiel, der damals und heute noch süchtig macht. Oder weggehauen wirst, wie vorhin von dem Brogue und dem Feral. Hallo Jerry und Nase Jay, Dankeschön für den Zap und herzlich willkommen. Vielen lieben Dank. Ja, aber wenn du später in WoW PvP erleben wirst, dann in BGs und so und mal, ne, wie World vs. World bei Guild Wars und dann zum Beispiel, wenn du im Alltag bist, das ist zwar nicht so koordiniert wie bei Guild Wars, aber ich sag, du wirst viel mehr Spaß haben. Ja, ich glaube, du hundertprozentig hast du mehr Spaß daran. Kommt drauf an, was du für Prioritäten in dem Spiel hast. Oder welche Ziele, die du gesetzt hast. Ach so. Ja, das geht. Hast du noch geschafft? Ah, noch nicht ganz. Warte, ich hielt dich auf. Kommt lieber mal looten. Ja, lass den letzten Run, Green, du bist auch müde. Scheiß drauf, dankeschön. Wow. Wow. Können wir machen, mir egal. Warte mal, ich sehe das gerade, du heißt Nase Jay, ne? Oh, den snack ich mir, Alter. Und Mr. Law, vielen lieben Dank für den Resub im 44. Monat. Merci. Gifi, was fällt dir eigentlich ein, auf meinen Kopf zu würfeln? Mit Bedarf. Oha. Alles klar, weiß ich Bescheid. Junge, die ganze Zeit kommen irgendwelche Bots in den Chat, die es Ausrufezeichen EP machen. Was ist das denn für ein hässlicher Bait, Alter? Nein, behalt. Okay. Hä, du brauchst Ausdauer, ne? Aber ist sehr gut.
King Killer, die ganze Zeit kommen Leute rein, die Ausrufezeichen RP machen, Alter. Du beweist, du seist einer davon, dann bist du diesmal keiner. Wir sind keine Bots. Was geht denn hier ab, Alter? Der Booster ist auf jeden Fall Türke. Der heißt Küçük. Küçük. Ja, Küçük. Scheiß CDU-Wähler. Warum sagst du CDU-Wähler zu mir, Junge? Sag mal, hör mal. Ich glaube, betagt hier. Hoover? Want to sell SM Boost 15 Gold Run. Card Arm Oil Booster Smooth Runs. Wipe Next Run Free. 15 Gold? Das ist wenig für Kloster? Okay. Ah, wir müssen wieder zurück, sonst pullen wir. Hol doch Peanut und such mich. Warte ab. Junge, ich könnte mit 300 Dings... Ich könnte mit meinem Gold, wenn 15 Gold pro, könnte ich 21 Runs machen. Kloster. Zwei Runs sind, glaube ich, ein Level up momentan. Boah, das lohnt sich doch schon. Wie viele Runs? 23 Runs. Aber warum sollte ich rushen? Ich werde halt bis Mittwoch eh nicht schaffen, 60 zu sein. Vor allem nicht, wenn ich, nee, das kannst du vergessen. Dafür müsste ich die nächsten Tage richtig rumschwitzen. Ja, oder ich gebe meinem Bruder, der hier wohnt, Chamar, ne? Dass der sich mit meinem Charme hier hin Chamar? Dass der sich hier hinstellt und sich boosten lässt und ich mir von ihm Gold leih halt. Tschüss, Köln, schlaf gut. Und danke, dass du da warst. Kuss, kuss. Lass doch Haschisch spielen, der kommt nicht an die Tastatur. Dann würde ich das vielleicht noch schaffen. Aber ich glaube, das ist auch Bad Experience, wenn ich dann den Launch von TBC streame, was eigentlich cool wäre, weil da eine Menge abgeben wird, aber alles und jeder wird mich one-hitten. Und es wird laggen wie Sau. Also scheiß drauf. Ja, ihr könnt mich dann später boosten. Das ist eine ganz klare Sache, dass ihr das machen werdet. Aber... Ne, obwohl ich da den TBC gar nicht so schlimm fand zu leveln. Das schlimmste Gebiet war Dings. Wie heißt denn der Kack nochmal, Alter? Zangamarsch. Ich hasse Zangamarsch wie die Pest. Alle anderen Gebiete. Nagrand war halt absolut Liebe, ne? Ab 64, 65 so. Ist bei dem Pack 40-Euro-Pack für TBC der 58er-Boost auch dabei oder nur bei der Deluxe-Edition? Ist auch dabei. Schlaf gut, Pyro. Also ist der bei dem 40-Euro-Pack auch einen Boost dabei? Ach so. Ah. Ah, okay. Ja, okay.
Ja, schon wieder der nächste Bot und Sieger diesmal mit einem Haken, Alter. Kimo, was geht ab? Ey, Kimo, imagine, du spielst World of Warcraft, Alter, als TBC auf einem PvE-Server. Willst du mich prellen, Junge? Willst du mich prellen, Alter? Junge, wie... Komm mal rüber hier, Alter. Lass mal Leute stompen. Wie ist seine Mode, Alter? Kannst du nicht auf einem PvE-Server daten gehen? Alter, WoW ist so schon schrecklich zu streamen. PvE-Server hast du ja gar nichts, Alter, Open World. Machst du RP-Walk dann deine Dailies jeden Tag, oder was? Weißt du, was los war auf PvP-Server zu Classic? Ich wurde nicht mal 2 Stunden weg-CC'd. Ja, Bruder, ich war dabei. Ich war, glaube ich, derjenige, der dich CC'd hat. Ich war seit Phase 1 auf Luzifron dabei auf Hordenseite, Junge. Wir haben die alle vom Server runtergekegelt. Aber das war wenigstens ein bisschen... Hätte ich zu dem Zeitpunkt gestreamt, wäre das auf jeden Fall lustiger, guter Content gewesen. Junge, wir haben die so weggehauen, ne, Alter. Alter, diese... Ne, die konnten nicht mal in ihrer eigenen Stadt chillen, Junge. Selbst da sind wir einmarschiert, Alter. Wir haben die so weggehauen, Alter. Diese, ey, leck mich am Arsch. Das war mal richtig geil. Ja, Kimo, dankeschön. Wer ist 719, sagt er. Oh, Bruder, Booster. Booste. Ah, ne, du hast schon geboostet. Du hast ja einen Druide geboostet. Auf Vordenseite irgendwo habe ich vorhin gesehen. Ah, RIP. RIP in Pepperoni. Ich habe ATM wenig Zeit. Sorry. Ja, ja. Er spielt halt auch immer. Der spielt immer noch RP, ne? Auf Homestead. Der nicht? Doch, Kimo ist doch Cop. Was ist Skyline? 5M-Server oder was? Aufpasse, Jungs. Lass mal reingehen hier. Aber Bruder, du bist doch WoW-Mainstreamer, Alter. Wie kommst du denn auf die DPVE zu spielen? Und Nase J, dankeschön für die 100 Bits. Skyline-Gruppenbahn leider. Why? Ich würde da sagen Community, aber da bist du auch gebannt. Aber ich... Hallo? Stich in mein Herz, Alter. Lass Unity drüber. Ja, wegen Multi. Noch nie eine Multi gemacht. Beste Leben. Hä, du wurdest auf Unity doch nicht gebannt wegen einem Multi-Account. Was ist das denn für ein Quatsch? Wollen wir hier jetzt Live-Support machen oder was? Was? Es geht um Skype. Was damit? Lohnt es sich, da drauf zu bleiben? Keine Ahnung, ich kenne den Server nicht. Keine Ahnung, was da abgeht. Aber jetzt ist doch Schluss hier, ne? Oder machen wir nur eine? Können wir gerne machen. Dann bin ich 28. Bruder, mir ist das egal, Alter. Wenn ich nichts zum Quatschen... Ja, dann lass doch ein bisschen machen. Das Ding ist halt, wenn ich nichts zum Quatschen habe, ich penne ein, Alter. Was sagst du? Ah, warte mal, Timmer ist weg, ne? Timmer haut jetzt ab. Oder, Timmer? Ja, kannst du gerne machen. Ist kein Problem. Meinst du? Mach mal Tür auf, bitte. Meinst du nicht, das gibt noch mehr XP? Da, ich glaube schon. Aber die ganzen Bots im Kloster interessiert das gar nicht. Ich habe 4 Monate nicht mehr eingeloggt und war dann banned wegen laut Support Multi-Account. Eh nicht, Junge. Alter. Okay, warte. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Aber der Kimo hat doch keinen Multi-Account, Junge. Weißt du, was auch sein kann, was mir gerade mal einfällt? Kimo? Du hattest so die Yadis bei dir zu Besuch, ne? Hat von denen einer bei dir eingeloggt? An deinem Rechner? Das kann nämlich sein, ja. Und Nase J, dankeschön nochmal für die 100 Bits. Oder du hast auch Hardware verschenkt. Denk dran, ne? Mit Hardware-ID und so.
Aber das ist eine Sache, die man easy peasy im Teamspeak klären könnte. Du kennst ja auch Tai und so, Alter. Nee, als ob ich die Frage jetzt an meinem PC gelassen habe. Ja, ich weiß ja nicht. Ich meine, die haben ja auch eine PUBG-Jacke geklaut, ne? Ich glaube nicht, dass du da den Überblick hattest, was die bei dir in der Bude gemacht haben, Alter. Junge, mir wird schwindelig. Schreibt der, hahaha, die habe ich wiedergefunden. Ja, oh mein Gott, Alter, mein Herz. Ne, aber du hast ja auch Hardware irgendwie verschenkt, ne, ein paar. Das kann natürlich auch dazu führen. Aber wie gesagt, das ist kein Ding. Da gehst du ins Teamspeak, Alter, und dann wird das geklärt. Ja, ein paar PCs und so, ja. Das ist dann natürlich, aber ich will gar nicht. Heimat reicht, hat der mir, oh, warum nicht? Homestead ist kein schlechter Server, Alter. So sind nicht. Ist halt ein Server, meiner Meinung nach, der von den, wer auch immer da was zu sagen hat, irgendwie so, ich nenne das mal, runtergewirtschaftet wurde. Nicht, weil die Leute sich da nichts erlauben durften, sondern weil das einfach, ne? Es wurde einfach zu hart in manchen Teilen ins RP eingegriffen. Der Server ist gut. Ich würde sogar behaupten, dass Homestead einer der besten, also von den Features und so, einer der besten Server ist, die existieren. Oh mein Gott. Nur die Handhabung der Spieler und der Gruppen und was da alles vorgefallen ist, war halt nicht. Und damit steht und damit fällt ein Server im RP. Warte mal, wo gehst du rein, Junge? Ach so, im BG. 50, glaube ich. 100 mittlerweile. Ach, der Kimo kommt nicht ins Teamspeak. Du weißt doch, der hat zu viel zu tun. Schlaf gut, Kimo. Lass ihn dir anquatschen, Brudi. Ja, guck mal, der schreibt doch Gruß an die Jungs im Teamspeak. Was habt ihr denn, Alter? Außerdem, wer bist du eigentlich, Güffi? Du hast 20 Follower auf Twitter, Alter. Als Maul. Nein. Der hat da geschrieben, ist das cool. Und ja, Boy, Alex, vielen lieben Dank für den Primes-Abonnenten. Willkommen, Bruder. Oh, Tyrese. Ja, es hat gerade Gilde geschrieben. Im Prinzip hat im RP jeder Server seine Daseinsberechtigung. So, jeder Server ist gut, weil er einfach unique ist. Wieso hast du eben meinen Namen so erwähnt? Zitat, du heißt Nase J, fällt mir jetzt das auf. Weil das so klingt und das ist No Front, als würdest du Coke ziehen, Alter. Du heißt halt einfach Nase J, so. Und J, ne, ist halt gleich Koks und Nase, ja. Nase J. Yeah. Welcher Palli hat mich so genannt? Welcher Palli? Der Palli? United bleibt United? Ja, das ist doch Sugar, Junge. Palli. Ja, der Palli. Was macht der eigentlich, Alter? Der ist auch ab und zu nur hier am Start, wenn ich AP zock. Lucky, in den Glücklichen, wie der Kuba? Junge, alles splittet sich, Alter. Lucky Storyline gesplittet. Mission V offline, Sektor offline, kommt neu zurück mit neuer Map. Unity gezwungenermaßen offline. Großer Bruder, nicht leiblich. Sei froh. Das sind keine Schüsse, Alter. Der Sugar weiß. Ich hab zwar keinen Kontakt mehr zu dem. Aber dem Sugar nehme ich nur eine Sache übel und der weiß auch welche. Aber das müssen wir nicht thematisieren. Ab geht's auf die Gangway-Server, bisschen von rechts und so. Nee, ist nicht mein Ding. Nachher endlich nur wieder junges A, Alter. Ja. Mach mir sogar einen zweiten YouTube-Kanal dafür, Alter. Es ist halt echt kacke, dass alles so gesplittet ist. Das war halt immer das Geilste, wenn gefühlt alle auf einem Server waren. Stimmt. Ich erinnere mich immer an eine Sache, die Stay damals gesagt hat zu dem Thema. Und das unterstütze ich auch und das unterstreiche ich auch.
es war eine schlechte Idee von der Szene, sich so in viele Server aufzusplitten, weil das geilste RP hatten wir einfach alle auf GTA Live. Ist einfach so. Da haben alle Streamer gespielt, da haben alle Menschen gespielt und alle kamen fast immer super klar miteinander. Es gab kaum Beef, es gab, natürlich gibt es immer Beef, aber ein bisschen Beef gab es immer. Aber im Großen und Ganzen war es einfach krass, Alter. Alle haben da gezockt, Mann. Alle. Horny, Schlorox, E-Guy. Alle, Alter. Das fing auf TL an. War das ein TL? True Life? Nein, das fing auf GTA Live an. Und dann hat am Ende leider wieder nicht die Serverleitung, aber der Support hat reingeschissen. Wie, sind wir fertig? Oh. Cleaner Run. Ja, aber es wird immer Server geben, es wird immer Server geben wie GVMP, die sagen, yo, wir sind mega soft, soft, softcore. Weißt, der ist trotzdem scheiße gewesen. Das ist einfach unerreicht von GTA Live für jeden, für alle. Na klar kannst du heutzutage noch chilliges RP zocken und auch gute Stories aufbauen, aber nichts kommt an GTA Live ran. Und damit rede ich jetzt nicht nur von der Story, die wir hatten. Ich erinnere mich nur ganz genau an einen Schlurox, der da diese eine Truppe da hatte mit den goldenen Autos und so ein Kack. Die hatten alle wilde Sachen am Start. Ja, zu viele Regeln, zu viel Hate. Nein, nicht zu viele Regeln. Regeln brauchst du immer. Aber trotzdem muss man nicht Roleplay statt Roleplay machen, ne? Ja, ja. Bist du in der Gilde, Green? Uff. Ja, doch. Und guck mal, RP seit 2017 schon am Start. Und jetzt ist einfach schon fast die zweite Generation davon, von den Leuten, die damals nicht zocken durften, weil die noch zu jung waren, im RP unterwegs. Und na klar, ja, ist halt einfach so. Und natürlich ist das ganz normal, dass das ein bisschen, ich sag mal, wilder wird. Ja, ich bin im falschen Jahr geboren, höre ich zu oft. BFA. Das hier, das kannst du einblenden. Die hier rechts, oder was? Das hier, oder wo die Taschen sind? Ja, also das hier. Ja klar, das kannst du aus- und einblenden. Das ist halt minimalistisches UI, Alter. Ich habe auch die Groove-Fonts ausgeschaltet. Nein, das sind zwei. Ja, ja, genau. Aber im Endeffekt hat Chrome alles kaputt gemacht. Ja, was heißt kaputt gemacht? Das hat das fast zum Überlaufen gebracht, ne? Weil da war vorher schon Unmut wegen dem Team und so. Und wegen allem möglichen Zeug. Aber im Prinzip schon, ja. Und Nase J, vielen lieben Dank für nochmal 100 Bits. Unten rechts ist das, also die Leistungen. So. Ja, ich weiß. Darf man aber nicht drüber traurig sein. Jetzt gibt's halt viele Server und es gibt unterschiedliches RP. Und unterschiedliche Stories. Ja, das Problem ist, gefüllt wurde alles schon gemacht, gibt ja kaum noch neue Ideen. Das stimmt allerdings. Das ist aber auch kein Hate an alle anderen so, selbst. Und ich spiele schon seit SAMP und Arma-Zeiten RP. Das ist aber auch gar nicht so einfach. Weil du musst, wenn du den Shit machst im RP, du musst immer einen Gegenspieler haben, ne? Der darauf reagiert. Und dann in dem Sinne dann auch fair spielt und alles. Seit wann spielt Puffelchen eigentlich RP? Oder du machst jetzt so auf die Abfuckbasis. Du forcierst Leute.
irgendwas zu tun, um eine Reaktion zu bekommen. Weil wenn du das nicht machst, stehst du den ganzen Tag nur im Kreis rum. Aber selbst das war ja falsch in den Augen derer, die sich darüber beschwert haben. Alle haben sich beschwert. Auf Unity, über den Junkie Park haben sie alle beschwert. Die fuckt nur Leute ab, die können nichts anderes, die machen nur. Hätten wir das nicht gemacht, würden alle einfach in ihrem Turf stehen und im Kreis sein und hätten nichts zu tun. Ja. Und dann haben wir irgendwelche anderen Gangs, die durch Glück an irgendwelche Routen kamen, weil andere Gangs vom Server verwiesen wurden oder gegangen sind und sitzen dann halt auf ihrem Schatz, Alter. Und wollen, haben auch kein Interesse daran, das MP irgendwie zu verteidigen oder so. Ich habe ja schon mal auf Twitter so was Elendlanges dafür geschrieben, so dass ich keinen Bock mehr auf die Scheiße habe, weil alles immer im Support ausgetragen wird, anstatt im MP. Und so ist das nun mal leider. Ich sehe das. Ja, war. Und das auch, und das. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, meistens seid ihr auch selber schuld gewesen, ganz klare Sache. Aber ich sag mal, 50% wart ihr das selber schuld, weil ihr dann wirklich Scheiße gebaut habt. Aber die anderen 50%, das war einfach nur unnötig. Und ich weiß es halt, weil ich halt intern auch gesehen habe, so. Hab ich schon 5-mal gesagt, es gab Clips oder es gab Situationen, wo Nachtschicht unterwegs war vom Junkie Park und die waren am Erdbeerfeld und wollten einen überfallen, so, und hätten ihm vielleicht $200 weggenommen und der Typ sagt dem RP, ja, du darfst mich nicht überfallen, ich bin Mediziner, obwohl der nicht im Dienst war. Und wenn er dann trotzdem macht, sagt er zu dem RP, ja, wir werden uns noch woanders sehen. Ja, ich, es ist halt, nee, weißt du, was das Problem ist an der Sache? Ihr geht mit der Nachtschicht irgendwo hin und überfällt jemanden. Und die Person ist nicht angepisst auf euch, dass ihr die überfällt. Ne? Überfallen tut, weiß ich wieder, lass mich in Ruhe, Alter. Sondern die Person ist maximal abgefuckt, weil schon vor euch, ne, eine Woche vor euch oder ein paar Tage vor euch, Leute da hingekommen sind und die abgezogen haben, aber auf übelste, mieseste, ekligste Art. Und deshalb kämmen die einfach alle unter einem Kamm und stempeln alle so ab. Ganz einfache Sache. Das gleiche wie bei den Cops. Die Cops reagieren im RP aggressiv und ich sag mal ein bisschen mit Power regelmäßig. Nicht, weil die euch hassen, sondern einfach, weil die so schlechte Dinge gewöhnt sind. Das ist eine ganz einfache Sache. Überfällt, ist mir egal, ich bin müde. Ihr wisst trotzdem, was ich meine. Ja, aber die, doch. Ja, das, und genau das Gleiche hatte ich auf Homestead damals. Ich habe auf Homestead wirklich das erste Mal gesagt, okay, ich werde alles offstream machen, was wichtig ist, wegen Meta und so. Ich werde das alles machen und ein dickes Hollywood-RP aufziehen und habe gelabert und gelabert, Alter. Ich habe selbst an die Scheiße geglaubt, die ich gelabert habe. Und am Ende hat sich wieder herausgestellt, Bruder, wenn die Leute für so ein RP, für solche Stories nicht bereit sind, weil die entweder keinen Bock darauf haben oder, weiß ich nicht, weil die das einfach nicht können, so. Da, du gibst so viel Mühe da rein und alles und es bringt nichts. Einfach. Ja klar, wenn da nichts zurückkommt, dann, ich sag ja, das gleiche habe ich bei Dings halt auch gehabt auf Homestead. Da kam einfach nichts mehr zurück. Ich habe FIB damals infiltriert, mit Hoover zusammen und mit dem Keith sogar, mit dem Frank und mit dem John. Wir hatten die übelst dickste Story. Geht Walle fragen, Alter. Jeder weiß das. Wir hatten übelst so richtig die Pläne, was wir aufziehen wollen. Und da kam vom FIB einfach nichts zurück, Junge. Das hat die alles einfach kompletten Scheiß interessiert. Die hatten gar kein Interesse daran. Und dann, da bin ich ja komplett durchgetiltet und hab gesagt, yo, fickt euch. Ich bin weg. Also nicht weg vom Server, sondern ich bin weg vom RP erstmal. Willst du dir Sektor mal anschauen, wenn die neue Map da ist? Ich denke nicht. Aber sag niemals nie, keine Ahnung, weiß ich nicht. Keine Ahnung, wo die Wege mich hinführen. Aber ich bin auch. Ja, aber wenn da. Aber guck mal, du machst dich jetzt so ein bisschen darüber lustig wahrscheinlich. Ist das deine Intention, so dich darüber lustig machen? Das Ding ist halt, das ist deren Server und die machen da die Regeln. Und wenn die sagen, spiel nicht so eine Mucke ab oder mach nicht solche Geräusche, dann akzeptierst du die Regeln und gehst das Spiel und dann musst du dich daran halten.
Ja, aber der wurde da weggebannt. Und das ist auch wieder so eine Sache, die bannen und bestrafen Leute, wo die Bock drauf haben. Na klar, sagt dein Sinn dafür, yo, Junge, in welcher Indie sind wir eigentlich? Ich bin gerade voll planlos, Alter. Auch wenn, na klar, sagt man, jeder soll gleich behandelt werden. Aber, yo, ist halt nicht so. Ist halt im echten Leben auch nicht so. Ist halt einfach, ist halt im echten Leben genauso. Und das sind die quasi Götter da. Die können machen, was die wollen, Alter. Wenn ein Teil will, kann er mich einfach bannen. Gerechtigkeit wirst du nie auf einem Server haben. Ich fand der einzige Server, und das ist nicht, das sage ich nicht, weil der zur Hälfte mir gehörte oder weil ich Teil davon war. Der einzige Server, der gerecht war, war Alternate. Zumindest gerechter als alle anderen. Na klar, hat er da auch mal kurz gekickt und da wurde zu schnell News gerufen, wegen vielleicht Nichtigkeiten oder so. Aber im Großen und Ganzen, und das habe ich schon tausendmal wiederholt, Alter. Immer. Alle. Alle, die da im Team waren, alle Supporter. Bin ich ganz ehrlich. Selbst ein Tama, mit dem ich nie wirklich auf einen Zweig gekommen bin und so, der war super neutral im Support. Du wusstest auf jeden Fall bei Alternate, wenn du deinem Support gehst und du brauchst Hilfe, hast du die Hilfe bekommen. Ohne Probleme. Und da wurde auch was dagegen getan. Und das nicht nur wegen Support-Fans, sondern allgemein beim ganzen Server. Haben wir vom Server selber gemerkt, dass mit dem Krankenhaus im RP und so ein Quatsch läuft nicht. Dann wurde am nächsten Tag direkt was unternommen, Alter. Was machst du? Schluss? Jojo. Mach das. Dankeschön, Green. Nach SW wäre cool, ja. Junge, ich bin voll hübsch, guck mich an. Mashallah, ich bin Fatima. Ya salami. Wer ist deine Familie? Rimu, ya salami. Dankeschön. Ja, vielleicht teilt sogar zu hart, aber denke, war im Verhältnis zu den anderen Servern gut. Das Ding ist halt, uns konnte keiner erpressen, ne? Erpressen in dem Sinne von, ja, wenn ich jetzt nicht das und das hier auf dem Server kriege, dann bin ich weg, so. Und dann mache ich mit meinem Stream vielleicht keine Werbung mehr für den Server. Weil einfach zwei Leute, der zur damaligen Zeit so, ich auch noch Speerspitze von GTA RP, halt da waren. Wir haben einfach einen Fick darauf gegeben, so. Vor allem natürlich Stay, so zur damaligen Form. Heute hat der gute Herr sich ein bisschen verändert. So, aber damals wurde er richtig reingehasst, Alter. Da ging um 12 Uhr nachts der Stream an, wenn einer Beef haben wollte. Ohne das Problem aus, Junge. Da wurde der Terminator-GIF eingeblendet, Alter, Rockmusik abgespielt und dann wurden Leute gelöscht. Das war eine wilde Zeit. Und die haben keine Donations für den Server angenommen, haben wir nicht. Wir haben sogar unsere Devs mit in Form von Hardware und so unterstützt. Zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo ich noch da war. Ich weiß nicht, ob das danach immer noch so gemacht wurde. Wenn Mickey kam oder so und der brauchte eine SSD oder irgendwas, keine Ahnung, Grafikkarte oder Teil X für Computer oder so ein Shit, haben wir dem das als Dankeschön einfach gegeben für das Coden. Wir haben selbst damals Dirty Free, der ein GTMP rum entwickelt hat, einen Computer gekauft, Alter, damit er vernünftig programmieren kann. SK, by the way. Puh, was guck ich mir auch mal an. Und das ist heutzutage, glaube ich, nicht mehr so. Ich kann mich aber auch irren, ich bin ja auch nicht allwissend. Nee. Ich glaube, das lohnt sich gar nicht. Tisch mal auf der Bank. Ja, das waren wilde Zeiten und das ist heute nicht mehr so. Hast mir voll Bock auf Dranei gemacht. Let's go, Bruder.
Die Videos von GTA Live gibt es tatsächlich, glaube ich, sogar noch von allen, die da gespielt haben. Alle Streamer haben ihre Videos da noch. Gib einfach mal ein bei YouTube GTA Live RP. Und dann Streamer-Name dahinter. Ja, ist meine Playlist, die gerade läuft. Und Nase J, danke schön nochmal für 100 Bits. Jeez, Bruder. Damals, ich will nicht sagen, dass das heute nicht mehr so ist, Alter. Ich sage, ich bin ja auch nicht allwissend. Ich habe keine Ahnung, was auf glücklichen Pommes da abgeht auf dem Server. Ich habe auch keine Ahnung, was auf Homestead abgeht. Und, ne? So, ich habe ein Bild davon, aber das ist auch getrübt, weil das schon sehr lange her ist. Und ich ziehe mir das auch nicht rein. Kann sein, dass da immer noch so Stories los statt Dings stattfinden. Ich meine, auf Sektor ging ja auch was so, da hat der Stay Over abgerissen. Ich weiß nicht, wie groß das da war und wie cool die Stories waren. Aber ja, ich gehe trotzdem davon aus, dass das nicht mehr so wie damals ist. Nicht nur, weil ich das selber nicht mehr habe, sondern weil die Szene sich einfach verändert hat. Schon zu Homestead-Zeiten, da kamen ja die ersten Hoover-Crips mit Tach-Tach und so. Und wenn ich das so beobachte, jetzt wie auf Unity, mit was Denver da so quasi reingebracht hat, mit diesem Tag-Zam und so, und sehe, dass Leute auf einmal mit einem Nummernschild mit Tagzam rumfahren und die ganze Kacke, dann sehe ich halt, wie schnell sich das spreadet, ne? Wie schnell sowas im Umlauf kommt und wie schnell das adaptiert wird alles. Ich glaube nicht, dass sich das großartig, auf jeden Fall nicht zu Positiven verändert hat. Gibt da Server, die versuchen, so wie Storyline, ne? Die so eine Story-Richtung angeben und so. Aber ich denke mal, der größte Teil will einfach nur ein bisschen rumkicken und Spaß haben. Aber kann mich auch täuschen. Ja, ich sag auch immer Tag zusammen. Ich weiß nicht, ich glaube, Denver hat damit angefangen. Natürlich hat er die Wörter nicht erfunden, Alter. Aber der hat so angefangen im Park sozusagen und dann haben wir das auch übernommen. Wir zocken, Bobby, wir zocken auf Gehenna, das ist ein englischer Server. Ach so, Digga. Ja, so, Digga ist ja nicht von uns, das ist ja von dem Mann, den man nicht nennen darf, weil er gebannt ist. Aber wir wissen, woher das kommt. Aber es gibt ja so Slangs, die dann rumgehen, ist ja auch nicht anders. Ne, im Prinzip, was ich damit sagen will, ist, dass das eigentlich Quatsch ist, wenn wir sowas machen. Weil das fördert kein gutes RP, das fördert eher noch mehr Rumgekicke. Auch ist das nicht fördernd, wenn ich mit einem Teil im RP aufeinandertreffe und wir dann in Anführungszeichen rumkicken, weißt du, und Anspielungen machen und so. Weil die Leute sehen das, die zum Beispiel auf Unity spielen. Und die sehen das und denken, okay, die machen das, also ist das in Ordnung, wenn ich das auch mache. Die vergessen dabei, dass der Teil sein Server ist und der da machen kann, was er will, Alter. Und so verschlechtert sich das halt, weil die Leute dann auch reinkicken. Ich weiß gar nicht, wann kann ich das. Kann ich gar nicht lernen. Das meine ich damit. Und ich habe da auch einen großen Teil dazu beigetragen, dass sich die Szene eher verschlechtert anstatt verbessert. Mit Sicherheit. Mit irgendwelchem Stuff, den ich gemacht habe. Weil ich bin auch nicht perfekt. Im Prinzip entwickelt sich das sowieso alles so, wie es kommt. Kann keiner irgendwie großartig bestimmen. Darfst du denn nur nicht zum Mittelpunkt im Stream machen? Ich will den Namen aber trotzdem nicht nennen. Naja, wer Teil kennt, der weiß, dass Unity eh auf Fun und nicht auf Hardcore ausgelegt ist. Ich glaube, Unity ist auch der einzige Server, der nach außen noch kommuniziert hat, wie wir auf dem Server Spaß haben wollen. Und nicht alles so eng sehen. So halte ich an die Regeln, ja? Brech die Regeln. Ist vielleicht bis zu einem gewissen Maß auch noch okay, solange du nicht übertreibst und hab Spaß. Jo. Aber es ist eine gute Einstellung, wenn Fehler über sich sieht. Ich sehe meine Fehler, ich weiß das. Aber ich mache das jetzt auch schon seit 3 Jahren in GTA.
Und mich schockt halt nichts mehr. Und das ist halt, das ist zum Teil halt auch ein bisschen demotivierend, ne, würde ich mal sagen. Cool, wir haben den Junkie Park gemacht und da ist mal frischer Wind gewesen mit Finn und Leon und so. Ich sag mal so aggressiveren Plays im RP. Und mich hat da gar nichts geschockt, Alter. So, mir wäre das egal gewesen, auch wenn ich im Park gestanden hätte und die eine Schießerei hatten, mir war das egal. Damals war ich noch Feuer und Flamme dafür, Junge, da war ich der Erste gewesen, der im Auto saß. Mich schockt einfach nichts mehr. Drei Jahre mit Stream, meine ich, Puma, ne? Ich habe ja ein Jahr gedodged. Seit 2017 stream ich GTA RP. Und davor habe ich Arma 3 gemacht, DayZ, SMP, alles, Alter. Ne, GTA nicht durchgespielt. Du kannst das Spiel nicht durchspielen, aber ich hatte halt eine echt lange Zeit, wo ich wirklich mir Gedanken darüber gemacht habe, über RP-Szenarien und Stories und so. Nehmen wir einfach mal da als Beispiel. So ein typischer Move von damals war bei uns jetzt bei Unity im Park, das RP mit dem Hotel vom Kiez. Ich bin schon seit Ewigkeiten, seitdem ich das spiele, auf so einen RP getrimmt. Versteht ihr, was ich meine? Auf diese List, auf dieses sich Gedanken machen. Wie kann man jemanden hops nehmen, ohne jetzt hinzugehen und ihn abzuknallen? Wie kann man jemanden so aus dem Game rausnehmen und dem zeigen, Bruder, mach ruhig deine RP, mach ruhig, und nix jetzt gegen Walle und so, ne? Mach ruhig deine Geiselnamen, halt dich für schlau. Aber, ja, ich will nicht sagen, dass ich der Krasseste bin da drin. So, aber ich bin halt so weit, ich bin auf so weit getrimmt. So, das sind meine Moves. So möchte ich gern RP spielen, was nicht mehr so möglich ist. Ich scheiß drauf, ob einer kommt und knattern will oder so. Solche Stories will ich haben, solche Moves. Ich habe auch eigentlich damit gerechnet, dass der Kiez irgendwas dagegen tut mit dem Hotel und, weißt du, irgendwie so Connection spielen lässt und bla und irgendwie wieder da rankommt oder zumindest vielleicht einen entführt und das sogar erpresst. Ich wäre auf alles eingegangen, Alter, aber da kam einfach gar nichts. Da kam einfach nichts, gar nichts. Und da habe ich mir dann gedacht, jo, brauchst du auf Unity nicht machen. Dann lieber so einen Peanut, so einen glücklichen Trottel einfach mit einer kleinen Hintergrundstory, kommt ins Land, hat sowas alles noch nie gesehen und entwickelt sich einfach, je nachdem, was passiert im RP, fertig. Ja, Sado. Hallo, Mrs. Brooklyn. Dann lieber so einen RP, bevor ich mir selber so die Laune vermies und sag, yo, auf das RP, so, worauf ich Bock habe, haben andere wahrscheinlich keinen Bock. Und warum die Mühe machen. Manchmal fehlt der Questgeber im RP. Der beste Questgeber war immer noch Manfred Lentsch mit Amali, mit dem 500 Millionen, die hatten. Weil es ging einfach, es ging nicht, bei GTA Live ging es nicht um die Kohle. Junge, ich war einfach innerlich glücklich. Mein Herz war glücklich, Alter. Als wir immer Aufträge bekommen haben im RP. Mir war scheißegal, für wen ich arbeite. Hauptsache, ich hatte irgendwas zu tun so. Und konnte aus irgendwas irgendwelche Storys basteln. Und da waren wir ja auch so im RP nicht an der Spitze, sondern Schwarzwasser. Und wir waren quasi einfach nur so rechte und linke Hand. Ballers und Grove. Aber das hat gebockt. Und das hat einem Manfred Lentsch dann noch ein bisschen in die Karten gespielt, dass nicht viele wegen Manfred Lentsch abgefuckt waren, sondern wegen Stay und die dem irgendwas antun wollten im EP. So, da hatten wir viele Attrappen, wo wir gegenhauen durften. Weil die nie sein lassen haben. Einfach durch dieses Geldbug einfach so viel EP entstanden. Einfach geil, ja. Deshalb bin ich immer nur der festen Überzeugung davon, dass man als Serverbetreiber vielleicht in manchen Situationen, wenn man merkt, okay, der Server gerät irgendwie aus der Bahn oder ist langweilig geworden, dass man vielleicht so sich darüber Gedanken macht, den Server wieder so einen Stups zu geben, dass er in die richtige Richtung geht. Und ich rede jetzt nicht von scripted RP oder dass man sich ins RP massiv einmischt mit irgendwelchen Event-Charaktern oder so, sondern dass man so gezielt mit Features vielleicht darauf hinaus erwartet, dass RP auf dem Server sich für alle irgendwie ein bisschen ändert.
Ich glaube, aber ich kann mich auch irren, dass man darauf mit euch nicht so Bock hatte, da die Nachtschicht ja schon doll reingekickt haben. Ab und zu und keiner Bock hatte, dass die dann jeden Tag klopfen und die abfangen. Reingekickt nicht, aber die waren schon sehr aggressiv in ihrem EP, ja. Aber wir haben, guck mal, du musst das so sehen, die waren aggressiv und haben viele Überfälle und den ganzen Quatsch gemacht, aber die haben sich auch nie versteckt. Jederzeit hätte jemand kommen können und sich dafür rächen können und all den Quatsch, ne? Gab es ja auch ab und zu mal. Sopranos zum Beispiel und 49ers und so, ich weiß jetzt nicht mehr genau wer. Grove auch, ganz klare Sache. So, die Tür stand immer offen, so, für den Empfang des Balles. Nur es hatte darauf einfach keiner Bock. Auch ohne, ich rede jetzt auch ohne Schießen und so Bullshit, ne? Ich selbst fand halt manchmal auch viel zu aggressiv und viel zu provokant, vor allem Bademeister und vor allem, nicht Bademeister, vor allem Finn, Alter. Wenn ich da mal im Kreis stand bei den 49ers und im Finn reden hab hören, Alter, da bin ich so, obwohl ich auf seiner Seite war, schon durchgedreht. Ich hätte ihn abgestochen, Alter, wenn der so mit mir geredet hätte im RP. Irgendwas wollte ich kaufen. Das wollte ich kaufen. Aber ja, ich bin mit meinen Peanuts glücklich. Mit dem habe ich immer, wenn ich zock, immer viel Spaß. Kann mit allen RP machen. Oh, Stoff. Stoff. Dankeschön. Und mit Curtis bin ich auch zufrieden wegen den ganzen Klamotten-Dingen. Da bin ich ja Feuer und Flamme für. Ich habe Spaß. Ist zwar nicht mehr so was wie damals, aber immer noch. Immer noch unterhaltend, oder nicht? Das müsst ihr mir halt auch sagen. Ich finde das unterhaltend für mich selber. Wie ihr das aufnimmt, weiß ich nicht, aber ich denke mal, das spricht ja auch für sich, dass viele Leute zugucken, wenn EP gespielt wird. Und viele Leute auch lachen. Und das hier allgemein sehr chillig ist im Stream. Bei den ganzen Lurkern und so. Sonst würden die Leute ja nicht gucken. Tschüss, Black Moon. Schlaf gut. Ich hau jetzt auch ab übrigens. Und Nase, dankeschön nochmal für 100 Bits. Wenn ich Spaß habe, habe ich auch Spaß, genau. Darum geht's ja. Ne? Viele kommen von der Arbeit oder so oder haben einen stressigen Tag und dann ist einfach der Peanut am Stessel, Alter. Oder viele kommen von der Arbeit und das ist einfach Kürze zum Chillen da. Alles gut. Ich hau jetzt aber auch da ab. Wir haben Film 1. Der Grind geht weiter, eine Classic Pommes hier. Und ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Und vielen lieben Dank fürs Dabeisein. War sehr chillig und Dankeschön für den Support. Bleibt alle gesund und lasst euch nicht anquatschen. Und morgen spielen wir It Takes Two oder wie auch immer das heißt, Mark mit Mila. Mit Puffetchen. Ich freue mich auf den nächsten Classic-Stream. Aber das glaubst du aber selber nicht, Bruder. Das ist eine Qual. Okay, bye-bye, Chat. Und Dankeschön. Gute Nacht. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Bye-bye, bye-bye.